von den Race Bossers, Cargo Racing Team Blumen, der Mike Dechau und Rocky von den Zedewitzer Blitzern ist auch noch mit dabei mit seinem Gewehr. Er ist hinten dran, vorne sind die Black Fighters. Die Black Fighters auf Platz 1 unterwegs. Sie führen das Feld an. Kayo, Racing Team Blumen und Blitzer, der Blitzer, Blitzer auf der Hände. Versucht alles. Platz 1. Die Kayos auf den zweiten Platz. Kayo Racing Team Limit. Mike Dechau hat die Nase vorn. Er führt das Feld weiter auf Platz Nummer 1. Kayo Racing Team Limit auf Platz 1 unterwegs. Sie führen hier zurück mit ihrem Gefährt. Und die Black Fighters immer noch auf dem zweiten Platz. Jetzt sind unser Blitzer auf Platz 3. Blaster von den Race Bossers auf der vierten Position. Stocker Hennig und Blitzer 18 Plätze. Kayo Racing Team Limit auf Platz 1 unterwegs. Sie haben die Nase vorn. Sie machen das Rennen und gewinnen vor den Black Fighters und Rocky von den Zedewitzer Blitzern. Dann die Race Bossers mit zwei Fahrzeugen hier über die Ziellinie. Und zum Abschluss, oh, da geht er nochmal auf den Erdball. Der Wagen von den Kayos und nicht über die Ziellinie. Eieiei, was für ein Auftritt hier in der Trabant Tuning Klasse. Ja, wir nutzen die Zeit, um uns nochmal weiter bei den Sponsoren zu bedanken. Die Firma Düring ist da auch dabei.